Wir haben im Grunde eine großartige Bilanz der letzten 5 Jahre, weil wir haben uns als Neulinge hier im Landtag voll etablieren können. Wir sind richtig angekommen, wir haben eine gute Arbeit geleistet, haben sogar geschafft, als Opposition sozusagen die Regierungsarbeit mitzugestalten und haben letztlich die Regierung auch immer wieder mit unseren Anträgen vor uns hergetrieben. Also wir haben gute 1200 Anträge gestellt. Insgesamt, wenn man die schriftlichen Anfragen alle zusammenzählt, haben wir über 2000 Anfragen an die Staatsregierung gestellt. Wir haben mit 5 Verfassungsänderungen auf den Weg gebracht. Wir haben 3 Untersuchungsausschüsse begleitet, wobei wir einen sozusagen selbst auch initiiert haben, den Untersuchungsausschuss Mollert. Und wir haben also 2 Volksbegehren auf den Weg gebracht, wo wir bei einem erfolgreich waren und die Studiengebühren abschaffen konnten. Also das ist eine Erfolgsbilanz, die nicht einmal die Staatsregierung nachweisen kann.